Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Advanced Warfare. Ja, in der letzten Folge haben wir ja diese Bio-Waffe geborgen, die der blöde Iron Star auf die Menschheit loslassen wollte. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, starten wir mal direkt, ne? Das ist Manticore. Ein biologischer Wirkstoff, der auf spezielles Erbgut abzielt. Wenn deine DNS-Signatur nicht in der Atlas-Datenbank steht, bist du tot. Das heißt, wenn er das Zeug im Kampf freisetzt, überleben seine Leute und wir sterben? Genau, der Kontakt mit nur einer Spore ist tödlich. Schutzanzüge sind nutzlos. Ist es einsatzfähig? Keine Ahnung. Aber wir haben hier diese Probe von ihm. Also könnt ihr es auch schon industriell produzieren. Wenn ja, brauchen wir die Infos. Wann und wie? Nur so können wir Irons aufhalten. Das Problem ist, Atlas hat dutzende Standorte für Massenproduktion. Bis wir den richtigen finden... Gideon kennt den Standort. Du sagst, du vertraust ihm? Wir brauchen ihn für die Mission. Wir haben keine Wahl. Ich muss es wohl akzeptieren. Besser jetzt als nie. Wenn du nicht wärst, würden wir noch im Dunkeln tappen. Wie in alten Zeiten, ne? Fuck! Exos versagt! Systemausfall! Wir gehen runter! Festhalten! Komm! Spring! Biolabor, Strandschar Bulgarien, okay, als Spezialist unterwegs und ja, wurden wir tatsächlich mal abgeschossen, ne? So eine Kacke. Da oh, sind Mann. Sie! Beeilung! Oh, fuck. Nicht in das Schussfeld des Scharfschützen! Hab ich irgendwie auch nicht vor. Ich denke mal, wenn wir nicht im Licht laufen... Los, los, los! Erwischt uns der Scharfschütze vielleicht auch nicht. Wow. Drecksack. Lauf! Hab nichts anderes vor. Du hältst mich auf. Oh. Exo fährt noch hoch. Da kreist ein Heli. Komm schon! Wo denn? Ach da. Hier rauf! Bewegung! Ja. LT. RT. LT. RT. Warte! Das war so klar. Komm schon. Na komm! Exo bereit. Tarnung. Hui. Hoppala. Signatur synchronisieren. Sei ein Feind näher langsam. Sie dürfen dich nicht hören. Drohne, nicht bewegen. Kein Mucks, sonst hört sie dich. Mhm. Leise. Mistink. Patrouille nähert sich.
Übernimm den vorne. Hier, Victor 7. Jetzt langsam. Wir sind Quebec 6, over. Hab ihn. Ups. Na dann. Keine Schalldämpfer. Nur im Notfall abfeuern. Halten wir den Deckel drauf. Kingpin, hier ist Sentinel 2-1. Unser Heli ist abgestürzt. Nutzt sich das jetzt wieder auf? Auf der Flucht benötigen sofortige Evakuierung. Sehr schön. Negativ, Sentinel 2-1. Tun Sie sich mit Sentinel 2-3 zusammen. Verstanden. Alter Scheiße. Zu viel Aktivität. Rechts flankieren. Hat ein bisschen was von Crisis, ne? Können wir uns den schnappen? Können wir. Können uns hier einer sehen? Ne. Laden wir das mal wieder auf. Moment, lade auf. Cormac und Nox sollten schon am Treffpunkt sein. Bewegung. So. Zwei im Fahrzeug. Sturmladung platzieren. Erledigen wir sie schnell. Na dann. Den Passagier. Ups. Spitze. Oh Mann. Aufladen. So. Eieieiei. Ich traue mich gar nicht laut zu reden. Weil ich wie immer Angst habe, entdeckt zu werden. Ja? Also immer wenn ich Angst habe, entdeckt zu werden, dann rede ich nicht. Also gar nicht. Konvoi voraus. Moment. Tarnung aufladen. Da lang. 5 ASTs nähern sich. Da kann man sich nicht durchballern. Nee. Deckung suchen. Oh Mann. Super. Sucher. Oh. Dagegen ist Tarnung nutzlos. Weich dem Strahl aus. Klasse. Warte, bis die Patrouille durch ist. Auf den Strahl achten. Okay, los. Warte, warte. Okay, jetzt. Aufladen. So. Weiter geht's. Puiuiuiui. Dann. Mann, oh Mann. Was eine Anspannung gerade. Das war's. Cormac, wir kommen. Verstanden. Alles klar? Müssen evakuiert werden. Wir mussten einige töten. Wenn sie die Leichen entdecken, ist die Hölle los. Die Mission läuft noch. Ausrüsten. Die Mission lief von Anfang an schief. Wir gehen erst, wenn wir das hier gesehen haben. Ich sehe überhaupt nichts. Nox, zeig's ihnen. Oha. Übertrage mein Signal. Chemische Signatur, Boss. Jede Menge. Sie Krass. Haben was zu verbergen. Die Initiative ist verloren. Versuchen wir es ein andermal. Es gibt kein andermal. Wenn das schief läuft, liegt es an dir, mein Freund. Ja, klasse. Immer an mir. Wir müssen wieder sowas Großes da machen.
Nö. So. Dann seilen wir uns mal ab. Zäher Bastard, das muss man ihm lassen. Ziehen wir es durch. Oh Mann. Okay, der Wald sieht ein bisschen komisch aus. Wenn ich ehrlich bin. Naja. Holographische Bäume. Wie holographische Bäume? Zielgebäude voraus. Zwei Wachen bei der Kamera. Mitchell, Ziel wählen. Aufwachen, Mitchell. Sicher. Ziel wählen. Du hast nicht gesagt, dass ich schießen soll. Trottel. Hier brechen wir durch. Mitchell, bring uns rein. Immer ich. Schon heftig, das Zeug. Das Zielgebäude infiltriert und dringt zum Serverraum vor. Verstanden. Empfangen starken ISR-Feed. An den Plan halten. Verstanden. So. Über die Treppe. Ich gebe Deckung. Na dann. Das ist es. Mitchell, geh vor. Schon gut. Sicher. An die Konsole. Na dann benutzen wir die Konsole. Wurde ich gerade von einem von uns hier angeschossen? Das gibt's doch nicht. Es kam ja von hinten, ne? Hab ich das richtig okay, gesehen? Okay, Jungs. Durchsuchen. Laufwerke, Daten, alles Interessante. Ihr kennt das ja. Kingpin, starte jetzt die Analyse. Ablenk folgt. Bereit zum Empfang des Pakets. Nicht das da, Opa. Die beiden da drüben. Bingo, wir haben das Paket. Übertragung. Ablenk bestätigt. Okay, abfackeln. Thermit. Hier läuft mehr als nur Biowaffen. Damit kriegen wir eins. Alles klar? Paket ja, dann. Empfangen. Gut gemacht. Weiter mit Sekundärziel. Verstanden. Rücken zur Chemiefabrik vor. Achtung, zu mir! 2-3. Feindliche Passagiere beim Ziel. Sie haben eben mein Sensornetz aktiviert. Unsere Tarnung ist nutzlos. Okay, Tarnung ist keine Option mehr. Auf Sensoren achten, sie stören unsere Exos. Mhm. Los! Mist. So, hier ist keiner, oder? Nee. Da war mal einer. Oh. Sensor ist aus! Den leer. Ja. Ist hier was Schönes für mich, waffenmäßig? Da? Oh, Bulldog. Links oder rechts flankieren. Sie dürfen uns nicht festnageln. Na dann. Flankieren wir sie mal. Erledigt. Kontakt unter uns.
diesen Bulldog ist schon krass. Ohne Mist. Können den Sensor da erledigen? So. Der Sensor ist tot! Sensoren ausschalten! Sensor aus! So. Hätten wir. Können wir nicht hier lang? Mann. Ist ja doof. Was gibt's hier? Oh, schön. So. AK. So, also wenn der hockt, beziehungsweise irgendwie so kniet, kann man ihn nicht wegboxen. Ist klar. Klingt logisch. Hallo? Na. Wir sind hier. Platzieren, okay. Kann ich hier noch was mitnehmen? Giftspuren aus diesen Kanistern. Ja. Mitchell, Ladung platzieren. Jo. Riegeln wir hier ab. Alle raus! Okay. Mitchell, leg los! Kaboom. Kingpin, Material ist gesichert. Bereit zur Evakuierung. Primäre Landezone zu heiß. Zu viele Feinde am Himmel. Landezone 3 Kilometer südöstlich. Ein T-740 im südlichen Hangar identifiziert. Dort steigt ihr ein. Verstanden. Sind unterwegs. Wird ja immer besser. So, hier habe ich wenigstens Munition jetzt. Ach du Scheiße. Kontakt! Treffen! Hätte mal was für sich. Krieg ich jetzt vielleicht doch mal einen damit erledigt? Dachte ich mir doch, dass es dafür einen Erfolg gibt. Gehen wir mal hier lang. Ich denke mal nicht, dass wir alle erledigen müssen. Oh, fuck. Ne, klasse. Oh, ist ja einer von uns. Sag das doch. Na, hoch da. Naja, Exo geht nicht mehr. Och, du Scheiße. Scheiße! Spiel den Köder! Was? Spiel den Köder? Och, Mist. Starte Umgehung! Deckung geben!
Ich habe Interferenzen von dem Signalkodierer da oben. Das machst du, Mitchell. Ein Störer an die Schüssel. Wir geben Deckung. Das war so klar. Wohin? Ach da. Okay. Ja, ich komme auch so gut darauf. Such eine Leiter. Ja. Scherzkekse. Huch, sorry. Ah. Mitchell, Störer platzieren. Ja, also. Ja Gott, nochmal. Such eine Leiter. Störung platzieren. Such eine Leiter. Also. Signal ist da. Das habe ich in einer Minute offen. Es nähern sich mehr Ziele. Mitchell, Gideon, gib Nox Deckung. Ja. Machen wir so. Tür ist offen! Los jetzt! Mitchell, hier unten sammeln! Mitchell, Beeilung! Bin ja schon unterwegs, Mann. Da bin ich schon. Was ist das denn hier? Mann, oh Mann. Können wir hier was mitnehmen? Nö. Zum Hangar geht es hier durch. Ja, dann. Dann gehen wir mal. Alle Sicherheitsteams zum südlichen Hof. Oh, oh. So leer hier. Raum sichern! Mhm. Sicher. Unser Gefährt. Nox, versuch es zum Laufen zu bringen. Verstanden? E-740. Noch ein Prototyp. Kann nicht so anders als ein 600er sein. Wir sehen einem Arena-Kampf entgegen, für dich. Startvorgang! Hand hoch! Wer kann das Ding steuern? Mitchell und ich sind an 600ern ausgebildet. Diese Triebwerke sind neu. Abbruch! Wir sind bereit und voll bewaffnet. Kingpin, hier Sentinel 2-3. Unterwegs zu Landezone Schwarz. Ankunft in 10 Minuten. Bitte die Landezone freiräumen. Verstanden, Sentinel 2-3. Der Vogel ist im direkten Umfeld in Bereitschaft. Also gut, alle rein. Okay. Alle Systemtracks okay. Also gut, Mitchell. Ja, das war genau klar. Genau wie im Training. Genau wie im Training. Systeme online. Fahr raus, Mitchell. Durch das Tor! Sie sind hinter uns her. Feuern, wenn bereit! Raketen gegen die Infanterie einsetzen! Beschuss von links! Beschuss von rechts! Du wollt mich doch verarschen. Beschuss von links! Beschuss von links! Ach, kommt weiter. Das Ding ist aber auch lahmarschig. Der Schuss von rechts! Infanterie voraus! Panzer nähert sich! Raketen wechseln! Nochmal drauf! EMP nützt gegen diese Panzer nichts! Panzer ausgeschaltet! Gut. Sentinel 2-3, ein Heli ist zu einer neuen Landezone unterwegs. Ankunft in 2 Minuten. Koordinaten folgen. Foxtrot, Whiskey, 053910. Verstanden. Oh, Koordinaten bestätigt. Auf Raketenwechsel. Die heizen uns hier ein. Robert, linke Seite. Okay. EMP auf die Hubschrauber. Nochmal feuern.
So. Da läuft doch noch jemand. Beschuss von links! Noch so ein Treffer und dann war's das! Nach rechts! Über den Fluss! Nichts anderes habe ich vor. Panzer kommt! Die Landezone müsste gleich hinter diesem Kamm sein! Nochmal feuern! Robert nähert sich! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Boah, ihr Drecksäcke. Beschuss von rechts! Panzer kommt die Straße runter! Da kommt noch mehr Infanterie! Den Hügel hoch! Guter Schuss! Ziel direkt voraus! Beschuss von rechts! EMP auf den Bomber! Was artet den Stress aus hier? Schießt auf die Panzer! Gleich steigen wir aus! Das Profisystem ist leer! Mal feuern! Das war's! Alle raus! Bewegung! Oh Mann, oh Mann, Bewegung! Sergeant 2-3, im Anschluss für einen Beschuss! Das ist unser Vogel! Zum Aufnahmepunkt! Juhu! Bereithalten zur Aufnahme von Passagieren! Einsteigen! Einsteigen! Ja, du bist im Weg! Na, geht doch! Alle da! Vier! Alle da! Befestigt, vier Passagiere! Festhalten! Scheiße! Hätten ihn schrotten sollen! Bin dir einen Schritt voraus! Sehr gut! Gut gemacht, Soldat! Sobald das entschlüsselt ist, ist Atlas Geschichte! Evakuierung abgeschlossen! Ab nach Hause! Oha, oha. Biolabor abgeschlossen. Die Manticore-Bestände sind ja, neutralisiert, wie es hier steht. Die sind vernichtet, die Massenvernichtungswaffen. Scheinbar stimmen die Berichte im Internet nicht so ganz mit den 10 Missionen. Oder ich habe mich einfach verrechnet, was ich aber jetzt irgendwie nicht so ganz glaube. Aber gucken wir mal, was jetzt als nächstes kommt. Das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Jetzt verteilen wir erstmal noch den einen Punkt, den wir noch haben. Wenn wir den verteilen können. Nein, wir können ihn nicht. Doch, da können wir ihn hinhauen. Zack. Nachladen. Dann können wir schnell zielen auch noch verbessern. Aber gucken wir mal, ob wir das brauchen. Aber wie gesagt, erst in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Ciao.